Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt wieder mal eine schöne neue Betrugsmasche, die ich so seit Ende 2021 im Netz beobachte und die jetzt so nach und nach Fahrt aufnimmt. Diese Betrugsmasche betrifft wieder überwiegend so Online-Verkaufsportale wie eBay Kleinanzeigen oder Facebook Marketplaces oder andere Anzeichenportale, wo ihr eure Dinge gebraucht verkaufen könnt, so wie ich es auch sehr oft mache. Ich habe hier viele Artikel eingestellt und mittlerweile häufen sich die Anfragen von Käufern, die sich als Betrug herausstellen, und ich möchte euch einfach mal schildern, was für eine Betrugsmasche hier abgezogen wird und was ich vermute, was dahinter steckt oder wie diese Betrüger dann auch an ihr Geld oder ihre betrogene Ware kommen möchten. Die älteren Betrugsmaschen, die nicht mehr so stark laufen, findet ihr übrigens hier unter dem i. Dort könnt ihr euch auch nochmal darüber informieren, denn diese sind auch noch aktiv und werden noch genutzt. Hier könnt ihr auch mal schauen, dass ihr euch diese Videos anschaut und da auch nicht drauf reinfallt. So, schauen wir zur aktuellen Betrugsmasche. Ich habe jetzt hier zum Beispiel was auf Facebook Marketplaces angeboten. Ich darf leider von Facebook aus diese Kommunikation nicht mehr zeigen, sonst werde ich von Facebook abgemahnt, nur so zur Info, deswegen muss ich es euch leider nur erzählen. Folgendermaßen geht es vor sich, das heißt, ich habe einen Artikel zum Verkauf angeboten, hier in dem Fall ein Kamerarig für 35 Euro. Ich habe einen Käufer gefunden, der möchte gerne dieses Rig kaufen, schreibt mich an, ist das Rig noch da? Ich sage ja, ist da. Und er bittet mich ja, das Rig an eine deutsche Adresse zu versenden. Diese Adresse wurde mir auch schon im Vorfeld genannt. Ich habe sie einfach mal gegoogelt über Maps. Dort befindet sich, oh, hier ist mein Google angegangen, hier befindet sich dann quasi ein kleines Strickgeschäft. Merkwürdig. Die Inhaberin habe ich angeschrieben, habe mir aber noch nicht geantwortet. Deswegen nehme ich mal an, dass diese Person eventuell im Urlaub ist und hier eine Ausspähung erfolgt hat, sodass ich quasi den Artikel dorthin schicken kann und der dort abgefangen werden kann. Ist aber nur eine Theorie. So, folgendermaßen geht's weiter. Ich soll den Artikel versenden. Als ich mich darauf jetzt bereit erklärt habe, ja, verschicke ich bitte Geld per Paypal, Vorkasse natürlich. Und hat die Person noch gefragt, ja, er ist ein alter Ober und er hat dort einen Enkel und er würde gerne diesem Rick, was er sich für seinen Enkel wünscht, was ich ihm jetzt hier schicken soll, ist wahrscheinlich auch so ein YouTuber oder TikToker oder irgendwas, noch eine kleine Aufmerksamkeit mit Neinlegen, nämlich so eine kleine Geschenkkarte. Ich habe jetzt diesen Betrüger schon mehrfach gehabt, hier diese Anschreibung. Meistens werden Geschenkkarten für Steam, also für diesen Online-Spiele-Dienst Oregon oder ähnlichen anderen Diensten gefordert. Das sind Spieleplattformen im Internet, da könnt ihr Spiele kaufen oder Ingame Sachen damit bezahlen, mit beilegen. Es werden aber auch gerne Geschenkkarten von Amazon und anderen Anbietern genutzt. Die von Steam waren aber die am häufigsten, die mir bis jetzt begegnet sind. Also ich soll eine Steam-Karte in Wert von, weiß ich nicht, 100 Euro, 200 Euro oder irgendwas ähnlichem mit reinlegen. Er bezahlt mir natürlich die Karte auch im Vorfeld. Ich soll dann irgendwo in irgendeinen Gemüseladen, Aldi-Laden oder sonst irgendwas hinlaufen, soll mir so eine Karte holen und soll die einfach mit in das Paket legen, das Paket zukleben und an die genannte Adresse schicken. Habe ich gesagt, ja, ist schwierig. Also so eine Steam-Karte kann man ja auch online kaufen und kann die dann an denjenigen direkt transferieren, ohne irgendwas zu machen. Ja, er kriegt das mit dem Handy nicht hin und so weiter und so fort. Die Geschichte ging weiter. Ich habe mich mal auf Spaß einfach darauf eingelassen, habe gesagt, okay, schick mir das Geld, ich mach's. So, das hat auch nicht lange gedauert, 10 Minuten, kam ein Screenshot von seinem Smartphone, was angeblich nicht mit Steam kompatibel ist, na ist egal, kam dann zu mir und in dem Screenshot habe ich gesehen, dass er bezahlt hat. Es war meine E-Mail-Adresse zu sehen, meine PayPal-Adresse und dass die Zahlung ausgeführt ist. Jetzt hat er mich gebeten, bitte schnellstmöglich auch das Paket auf den Weg zu bringen. Ich soll mir so schnell wie möglich so eine Steam-Karte holen und dieses an ihn verschicken. Ich habe gesagt, okay, mache ich. Ich renne sofort los und kaufe die Karte. Habe einige Zeit gewartet und habe gesagt, ja, ich habe die Karte. Ich möchte das Paket jetzt losschicken. Hat er gesagt, er möchte doch gerne seinem Enkel die Freude dieser Steam-Karte schon im Vorfeld geben und ihm den Code schicken. Also sollte ich, wenn möglich, die Karte freirubbeln und ihm schon mal den Code per diese Nachricht einfach zusenden. Jetzt wissen wir, wo der Weg hinläuft. Wahrscheinlich geht es weniger um ein Kamerarig. Das hätte ich wahrscheinlich an diese Adresse geschickt. Wahrscheinlich hätte da gar keiner irgendwas abgeholt. Das wäre bei diesem Strickladen angekommen. Die Frau hätte sich einfach nur gewundert, hey, habe ich gar nicht bestellt. Hier geht es wirklich nur um die Geschenkkarten.
Hätte ich diese jetzt abfotografiert und Ihnen zugesendet, wäre mein Geld natürlich weg. Ich habe keine Geschenkkarte gekauft, braucht ihr keine Angst zu haben. Ich habe mich einfach nur im Schein darauf eingelassen. Nämlich ganz wichtig war, was ich noch nicht erwähnt habe, ich habe zwar einen Screenshot von ihm bekommen, dass er bezahlt hat, er hat aber nicht bezahlt. Kann ja jeder faken, da braucht man kein Photoshop mehr heutzutage dazu, kann ich mit jeder blöden App mittlerweile machen. Ich nehme einen Screenshot, den ich echt mal gemacht habe von Paypal und pinsel da einfach dem seine E-Mail-Adresse rein und schreibe den Betrag rein und schicke dem das zu. Also das ist ja wirklich der älteste Trick von allem mit dem gefakten Überweisungsbeleg und dann drauf betteln, dass Ware schon losgeschickt wird oder hier in dem Fall dann dementsprechend der Code dieser Person schon zugeschickt wird. Jetzt habe ich das auch schon bei anderen nochmal durchexerziert. Diese Betrüger sind ja sowas von viel massenhaft auf den Plattformen unterwegs, dass sich dann, wenn du was Neues einstellst, 5, 6 Leute mit einem Schlag mit derselben Masche anschreiben. Manche machen es anders. Sie wollen bezahlen, wollen, dass ihr den Gutschein schon habt oder kauft. Und dann, bevor das Geld an euch überwiesen wird, wird so ein Treuhänder angeblich eingeschaltet. Und diese Treuhandbank setzt euch mit euch in Verbindung. Meistens versuchen sie dann, euch aus dem Portal hier rauszuholen, zum Beispiel aus eBay Kleinanzeigen und Co., indem sie euch dann eine E-Mail-Adresse schicken, mit der ihr dann kommuniziert oder über WhatsApp kommunizieren wollt. WhatsApp hatte ich hier mal angefragt. Er hat mir eine Nummer geschickt, die kam oder war mit der Länderkennzahl Nummer 1 versehen, also USA, Kanada oder so. Das stinkt schon extrem zum Himmel. Wer da noch drauf reinfällt, ist wirklich bald selbst dran schuld, muss man sagen. Aber es gibt immer noch genug, die drauf reinfallen. Wenn ihr, auch ein ganz wichtiger Tipp, verlasst einfach nicht die Verkaufsportale. Das heißt, wenn ihr darüber schreibt, in den Verkaufsportalen bleibt diese Kommunikation immer gespeichert. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal Beweise für eventuell eine Anzeige braucht, wäre das noch mit die sinnvollste Lösung. E-Mail oder WhatsApp ist für den Arsch. Könnt ihr einfach vergessen, macht das auf keinen Fall. Jedenfalls hier würde sich dann eine Bank mit euch in Verbindung setzen. Sie hat gesagt, ja, die haben das Geld erhalten. Bevor sie es an euch weitergeben, müssen sie wissen, dass der Gutschein existiert und echt ist. Um die Echtheit zu prüfen, muss der Gutschein in eine Kamera gehalten werden, abfotografiert werden und er muss natürlich freigerubbelt sein, bevor er abfotografiert wird. Ja, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass da so viele drauf hineinfallen werden, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe auch Großeltern, wenn das so bei älteren Personen nicht so ganz internetaffin diese Geschichte aufgetischt haben bekommen, werden sie das eventuell machen und dann diese Gutscheinkarte freiruppeln und dann eventuell doch ins Bild halten. Und ich nehme an, wenn die Betrüger, die machen ja wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes als sowas, wenn die Betrüger hier, sagen wir, am Tag 10.000 Leute anschreiben und sagen wir mal 5 oder 10 Mann pro Tag da reinfallen und hier werden ja jedes Mal gleich Gutscheincodes im Wert von 200 € verlangt. Ich sag mal so, davon kann man leben. Das ist ein schöner Verdienst, so pro Tag mal 200 bis 1000 oder 2000 Euro nur an Gutscheinkarten abgreifen. Ist doch recht okay, ne? Also deswegen meine Warnung, achtet bitte darauf, wenn ihr Dinge irgendwo halt verkauft in diesen Portalen, immer Vorkasse. Ist so, mache ich mittlerweile auch. Erst wenn das Geld wirklich da ist, da guckt ihr auf eurem Konto nach, da guckt ihr in eurem Paypal nach, wird die Ware versandt, auch wichtig. Ich will es eigentlich nicht sagen, aber ich bestehe mittlerweile nur noch auf Paypal-Freunde. Ist natürlich für die Gegenseite richtig doof, weil Paypal-Freunde ist für den Käufer doof, weil er keinen Käuferschutz hat. Für mich als Verkäufer gut, weil Paypal-Freunde nicht zurückerstattet werden kann. Ich hatte es nämlich leider auch schon, dass dann halt versucht wird, so einen Betrug zu starten, euch das Geld überwiesen wird und dann wird vor Paypal behauptet, dass die Ware nicht verschickt worden ist. Paypal hat da mittlerweile auch angefangen drauf zu reagieren. Das funktioniert nicht mehr so gut mit dem Geld zurückholen. Dauert sehr lange, deswegen machen die Betrüger das in der Regel nicht mehr. Aber hier auch eine Warnung, kann in die Hose gehen. Also die beste Lösung ist meiner Meinung nach immer noch persönliche Abholung. Ist natürlich hier in meinem Fall total blödsinnig, weil ich wohne sowas von abgelegen auf dem Land, dass hier niemand herfahren würde, irgendwas abzuholen. Das sind mindestens 30, 40, 50 Kilometer und mehr. Und das für irgendwelche Artikel, die 10, 20, 30 Euro wert sind, macht keiner mehr. Deswegen funktioniert wahrscheinlich diese Masche auch so gut. Ihr könnt mir ja generell mal in den Kommentaren mitteilen, ob ihr dieser Masche auch schon begegnet seid und ob ihr vielleicht hier schon etwas weiter seid und vielleicht auch schon hineingetappt seid auf diese Masche. Ich möchte euch da wirklich keinen Vorwurf machen. Teilt diese Erfahrung mit uns. Schreibt, was da passiert ist. So kann ich vielleicht beim nächsten Video da nochmal drauf eingehen und auch nochmal davor
warnen. So, wie gesagt, habt ihr Erfahrungen mit diesen Maschen gemacht? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Das soll es dann auch im Großen und Ganzen zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch wieder ausführlich vor dieser Methode gewarnt. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.